Energieressourcen sind ein ganz großes Thema. Und wir hatten auch schon vor 3 Jahren so die Idee, ein Null-Energie-Festival zu machen. Und das kam immer wieder auf, haben wir uns nicht immer zugetraut, aber dann doch gesagt, hey, wenn wir irgendwie mal was ändern wollen, viele reden über Klimawandel und Energiewende, Kopenhagen werden große Beschlüsse gemacht, aber passiert wirklich was? Und da haben wir uns gedacht, das wollen wir zumindest mal thematisieren, was das jetzt tatsächlich sozusagen für Auswirkungen hat. Ob wir jetzt die große Wende schaffen, wage ich zu bezweifeln. Aber wir wollen zumindest die Leute darauf aufmerksam machen. Es gibt Fahrräder, da kann jeder mal erfahren, wie schwer es ist, 600 Watt zu erzeugen. Was bedeutet das eigentlich? Da hängen ganz viele komplexe Dinge hinter und die wollten wir in Vorträgen und Diskussionen auch ein bisschen hinterleuchten, dass man sich einfach mal ein bisschen mehr Gedanken darüber macht. Und wir wollen aber auch zeigen, dass wenig Energie nicht bedeutet, dass man keinen Spaß haben kann, sondern im Prinzip die Kombination. Es ist möglich, mit wenig Energie viel zu schaffen und das wäre ein Weg für die Zukunft, ein Prototyp sozusagen. Deshalb heißt unser Festival Prototyp. Dankeschön.